Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Und diesmal gibt's was ganz anderes. Vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du mir auf Facebook folgst, dann habe ich da einen Aufruf gemacht, so quasi, stell mir deine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und hier ist das Video dazu. Ich werde hier auf ganz viele Fragen eingehen, aber werde die Antwort wird quasi nur sein Ja oder Nein. Da wir dieses Format oder da ich dieses Format das erste Mal mache, schreib mir doch unten in die Kommentare, ob das cool für dich war, ob du das spannend fandst, ob du das gut fandst. Und wenn du das gut fandst, dann kannst du auch gerne eine Frage stellen, die dich beschäftigt. Ja? Wichtig ist natürlich, ich suche die Fragen aus, die für alle spannend ist. Also es gab natürlich auch ein paar, die haben gefragt, bin ich auf dem richtigen Weg? Das kann ich natürlich nicht beantworten, sondern es geht jetzt so um allgemeine Fragen. Und diesmal geht es vor allem sehr um Fragen um geistige Welt, Jenseits, Leben nach dem Tod, Seele und Inkarnation. Also wir bleiben in einem sehr spirituellen Bereich. Ich lese dir immer die Frage vor und dann gebe ich die Antwort. Okay, also stirbt man nach dem irdischen Tod irgendwann ein zweites Mal im Jenseits? Nein. Vergisst die Seele alle irdischen Beziehungen? Nein. Haben unsere Liebe da drüben noch etwas zu tun? Also haben sie noch etwas zu erledigen? Arbeiten sie noch an irgendetwas? Ja. Könnte theoretisch die geistige Welt bzw. der Geistführer schlimme Krankheiten heilen oder wegmachen? Theoretisch ja. Sind unsere lieben Verstorbenen auch manchmal bei uns, wenn wir sie nicht darum bitten? Yep. Können die Verstorbenen alle unsere Gedanken lesen? Ja. Sind die Verstorbenen traurig, weil sie gestorben sind und nicht mehr bei uns sein können? Nein. Ist es so, dass wir nicht alles aus der geistigen Welt erfahren dürfen? Ja. Kann mein Geistführer meine Gedanken wahrnehmen? Ja. Kann der Geistführer aus der Familie kommen? Nein. Ist es möglich, sich bei vollem Bewusstsein mit etwas höherem Schutz einen Geistführer per Gedanken auszutauschen? Ja. Yep. Kann ich mit dem Geistführer von meiner Mutter kommunizieren? Ja. Yep. Kann man es zur Lebzeit schaffen, eine Inkarnation zu überspringen? Nein. Kann mein Geistführer mir meine Schmerzen nehmen, wenn ich ihn darum bitte? Ja. Yep. Darf ich meinen Geistführer auch nachts rufen, um Heilenergie zu schicken, wenn es mir oder jemand anderem nicht gut geht? Ja. Yep. Das war auch schon die letzte Frage. Es war jetzt ein kurzes Video mit einer sehr kurzen Antwort. Natürlich kann es manchmal jetzt auch so ein bisschen verwirrend sein. Deswegen schreib mir doch mal unten in die Kommentare, wie du das fandst mit Ja und Nein Antworten und ob du es vielleicht noch gut finden würdest, wenn auf diese Ja-Nein-Videos am Ende noch eine genauere Erklärung folgen würde. Ja, lasst es mich wissen. Ich bin mega gespannt und genießt es. Und ja, genießt dein Leben.